Ey, du musst tatsächlich auf dem letzten Pixel stehen. Ja. Das ist echt krass. Ich verstehe dein Problem. So, jetzt erst darüber springen, springen. ne? Genau. Genau. Springen. Noch Stöpsel nehmen. Stöpsel nehmen. Und jetzt wieder springen. Ja. Echt? Okay. Genau, jetzt kannst du die Ente nehmen. Springen, ne? Ja. So. Und jetzt gehe ich wieder hoch. Ja. Und springe wieder den leichten Sprung nochmal zurück. Oder ich lasse mich einfach kaputt gehen und komm wieder an den Anfang. So. Wir können uns gerade beschweren, wir würden nicht lesen, was im Chat steht. Schon, aber auf alles reagieren und gleichzeitig spielen. Okay. So, wir haben einen Schlüssel. Wir haben irgendeinen Schlüssel. So, jetzt gucken wir mal. Ich habe leider wieder nur noch dieses eine Leben, aber ich muss ja jetzt unten rum. Das heißt, ich muss wenigstens nicht mehr über diese doofen Zähne springen. Ja. Genau, die gehen jetzt ja auch so, gehen trotzdem noch zu. Ja, okay. Und denk dran, Pixel genau. Ja. Rage Quit. Okay, ich probiere es jetzt nochmal und schaffen wir es oder nicht. Ich habe nicht rausgefunden, warum man manchmal stirbt bei kleinen Fallhöhen und bei großen nicht. Naja, komisch ist ja, dass du, wenn du springst, eigentlich eine höhere Strecke fällst irgendwie und nicht kaputt gehst. Ragen beschwert sich schon. Über was beschwert er sich? Jetzt mach doch mal den Level. Ich will noch einen sehen. Das ist nur, weil du Hektik gemacht hast, Hagen hier. Die Sounds teilweise auch vom Bombjack, echt? Bombjack auf dem C64 dann, aber weil für den Atari gab es ja nur eine ganz späte Version. Also ganz spät, glaube ich, aus den letzten 3-4 Jahren oder so. Huhuhu. Ach, die CPC-Version. Ja, ja, stimmt. Ja, richtig. Die habe ich auch mal gespielt. Auf irgendeiner Computerspielmesse. Die ist ziemlich gut. Oh, ein Pixel zu weit. Eine Pixel zu weit, genau. Ja. Die Mützenkrempe, die hat mich früher schon aufgeregt. Nein, ich hab's doch vorhin geschafft. Das ist echt sowas von pixelgenaues Steuern also, hier. Also, wie gesagt, wir probieren es jetzt noch einmal und wenn es dann nicht... Dann probiere ich es noch einmal und wenn es dann nicht, dann probierst du es noch einmal. Und der Hagen hat dir die Wiese ausgegeben, wir wollen den dritten Level sehen. Ja. Die Zahnbürste des Todes, ja. Aber hallo. Und die Zähne dazu. Nur noch eine halbe Stunde. Genau. Genau. Es geht ganz schnell quasi. Wieso geht ihr nicht zur Tür und hüpft dann nach links auf das kurze Graue? Könnt's probieren. Kann man probieren, aber ich weiß nicht, ob das nicht zu weit ist.
Aber jetzt mal im Ernst, müssen wir da wirklich oben rum? Wir könnten doch eigentlich hier rüber, darüber, da kommst du hin. Die Frage ist nur, ob man diese Distanz hier... Wir können es probieren. Aber das könnte man tatsächlich vielleicht mal ausprobieren. Dann gehen wir erstmal hier unten. Müssen wir da tatsächlich nicht über diese blöden Zähne hüpfen. Ja, ich glaube, das geht wirklich. Yay! Das geht. Haben wir uns schon mal diesen blöden Sprung über die Zähne gespart. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir jetzt zurück? Genauso, wie wir es vorhin Ach so, ja, haha, dann müssen wir halt so über die Zähne. Weil hier springt man halt automatisch dahin. Warte. Und da nach da geht nicht, ne? Das ist wahrscheinlich A zu hoch und B zu... nicht zu machen, weil du auf der anderen Plattform landest. Naja, man landet halt hier. Müssen wir zurück. Ah, schade. Hallo Stefan Hachel, zum ersten Mal dabei. Haben die Entwickler des Spiels jemals selber gespielt? Ja, das ist, wenn man weiß, wie es geht, das ist ja einfach am Ende. Naja, und außerdem war es ja echt so, irgendwie, du wolltest ja irgendwie was von dem Spiel haben. Und das sind jetzt hier auch, wie viel? Ja. 8 Level oder irgendwas. Und wenn du da in jedem Level irgendwie in 2 Minuten durch bist, dann ist das Spiel halt schnell rum, ne? Deswegen waren die tendenziell früher sehr schwer, diese Spiele. Ja. Jetzt irgendwie in so einem Tunnel, oder? Verdammt! Okay, Dennis, jetzt ruhig. Ja? Jetzt sind wir fast da. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, vor allen Dingen, ob noch ein Schlüssel auftaucht. Die Tropfen sind auch nicht gleichmäßig. Nein. Yay, und es taucht kein weiterer Schlüssel auf. Nur eine Zahnbürste. In diesem Level. Tatsächlich hätten wir dann wahrscheinlich eigentlich vorhin... Wir waren schon so weit, ja, aber es ging nicht. Vielleicht muss man trotzdem alle Gegenstände einsammeln. Hagen hat wie immer recht. Ja! Sauber! So, jetzt nicht. Jetzt keine nicht Fehler mehr. Metern ganz versauen. Ruhig, Dennis. Ganz ruhig, ja? Dennis! Naja, wir gehen unten rum, weil wir sonst nicht zu der Tür kommen. Weil man da nicht hinspringen kann. Mhm. Ja, atme mal durch, Dennis. Entspann dich. Ja? Ein bisschen Meditation zwischendrin oder so. Wir haben kein Zeitlimit. Also das nächste Mal, wenn du an dieser Stelle bist, übernehme ich. Okay. Liegt am Joystick. Natürlich. So feinfühlig. Ja. So sensibel. Hagen schaltet gleich ab. Nein. Ich habe keinen Bock mehr. Okay, also. Komm, mach hier rum, dass wir nochmal. Letzte Runde. Hol dir doch nochmal ein Leben. Nochmal ein Leben holen? Ja. Du meinst, ich soll jetzt das hier machen? Genau. Okay. Und ja, noch ich hätte auch gesagt. Das hier machen? Genau. So. So. Oh.
Wie lange spielen wir schon? Dreiviertel Stunde? Ich habe keine Ahnung. Gefühlt eine Stunde. Da kann ich jetzt hochspringen, ne? Ja, ja. Ja, ja. So. Was war die neue Taktik? Wir gehen jetzt einfach hier hoch, rechts, ne? Genau, rechts rüber. Rechts den Kamm nehmen. Dann links die Schere als nächstes. Und dann das genau Entchen. So. Dann hier rüber. Dann darüber. Dann nach links, darüber. Dann nach rechts. Und dann darüber. Und jetzt musst du nur versuchen, irgendwie über die Zähne. Über die Zähne zu kommen. Nur irgendwie über die Zähne zu kommen, ja. Sagte so ein. So zum Beispiel. Ja, okay. Jetzt sind wir uns ja einig. Hagen sagt, ich weiß, ihr könnt es nicht vorlesen, aber es ist viel besser als der Pieps-Todesflieger-Dingens, den wir das letzte Mal gespielt haben. Guck mal, ich hab den Schlüssel. So. So. Jetzt muss ich nur noch, das kannst du doch gut, das machst du jetzt mit okay. Der Tarnbürste. Dann bin ich schuld. Wir ja. Haben ja noch zwei Leben. Genau. Aber ich möchte gerne mit zwei Leben in den nächsten Level kommen. Okay. Und da du danach immer so nervös wirst, übernimmst du dann mach wieder. Mach ich dann wieder. Genau. Okay. So, ja, so. Dann. Wieso drückst du Feuer? Ich hab nicht Feuer gedrückt, ich hab versehentlich nach oben gedrückt. Bringt der nach oben auch? Ja. Okay. Jetzt ist es der Joystick, ja, ist klar. Ah. So ein Präzisions-Joystick für sowas. Guck mal, der Sven ist auch da. Frog Lake Production. Hallo. Hallöchen. So, möchtest du den anderen Joystick? Ach so, das war, das wäre eine coole Aktion. Jetzt spielen wir mit dem anderen Joystick weiter, um den Level zu beenden. Super. Ich will es aber jetzt nicht schuld sein. Geht doch. Also man muss doch alle Sachen mitnehmen. Ha, alles mitnehmen. So, wir haben noch ein Leben. Und jetzt sind wir in der Küche. Achtung, da fallen Eier in die Rührschüssel. Ja, Rührschüssel. Ich habe aber nicht vor, da hinzugehen. Danke, 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 danke. First try, sagt True German Nerd, genau. So, Der Tee ist auch, glaube ich, jetzt müssen wir mal aushelfen, jetzt habe ich keine Ahnung mehr. Müssen, glaub ich glaube, wir müssen, ne? Ich hätte gesagt, von da rüberspringen. Von da? Ja, sonst kommt ja der Tee. Stimmt, der Tee. Der Tee, der Tee. Aber jetzt muss ich trotzdem wieder rüber. Kannst du nicht jetzt nach oben springen und die Eise mitnehmen? Das kann ich machen. Weißt du, hast du die schon mal? Habe ich die schon mal. So, jetzt wieder zurück, ne? Und jetzt, so, dann jetzt musst du einmal an der Kanne vorbei. Genau, aber halt dann, wenn sie gerade mal nicht... Ah, echt? Ja. Okay, wenn du das sagst. Aber immerhin, es fällt, ist auch nicht direkt so. Die schüttet aber, glaube ich, auch unregelmäßig. So, kann ich jetzt darüber hüpfen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, muss ich sogar, ne? Oder muss ich oben an der Kanne? Ich hätte jetzt gesagt von hier. Ich glaube, das ist zu weit, oder? Nein, ist nicht zu weit. Ah, so, dann kann ich das einsammeln. Dann Looney Moon sagt, raus. Dieser Dosenöffner, da kommen Aggressionen wieder hoch. So, jetzt springe ich lieber darüber, bevor ich da runterfalle. So. So, und dann kannst du jetzt da rechts. Geht. So, da kann ich wahrscheinlich nicht unten stehen, solange der da runter. Da muss das blöde Ding verschwinden. Genau, so, jetzt durch. Dann nicht mit der Hutkrempe hängen bleiben. Ja. So, einmal den Schlüssel. So, wo ist jetzt die Tür? Da links. Das ist doch ganz einfach. Da muss ich ja nur wieder den ganzen Level zurück. Ja. Toll.
Okay, der Dosenöffner ist jetzt aber nicht so schwer wie die Zahnbürste, muss ich sagen. Ja. Und jetzt hier wieder zurück. Nein! Aber wir haben noch ein... Nein, wir haben kein Leben mehr. Aber wir können hier weitermachen. Willst du noch mal? Wollen die Zuschauer noch mal? Ich will nicht mehr, aber du kannst nicht mehr. Ich soll noch mal. Mach du noch mal. Du willst nicht mehr. Looney Moon scheint das Spiel auch schon gespielt zu haben und sagt, man kriegt den Kackbecher auch von da unten. Damn. Ja, so. Nice. Muss doch die halt die Eisen nehmen. Ach stimmt. Danke. Und nicht springen, während der Tee ausgeschüttet genau, wird. Genau, sonst wird er mit der Hutkrempe. Ja. So, jetzt muss ich aber rüberspringen und den Tee abwarten. Oh, das Ei. Das war ja das Ei. Da war was. Ja. Das ist doof, weil jetzt muss ich das Ganze nochmal machen. Warte ich aber, bis der nochmal ausgießt. Hagen sagt, jetzt mach weiter, da bekomme ich ja Tischplatten-Bissspuren. Ganz schön lange Tee gießen hier. Ja. Halt. Ah, ja! Toll! Ich war schon mitten im Sprung. Schon ein bisschen mies. Irgendwie schon. Aber immerhin, dadurch, dass du immer wieder in dem Level, wo du zuletzt warst, weitermachst, ist es auch nicht komplett unfair. Nee, das stimmt, ja. Warum bin ich... Achso, ja, weil ich hier rüber muss. Genau. Oh, nee, das ist auch so ein Pixelsprung. Ich habe keine Lust mehr. Soll ich nochmal? Ja, mach nochmal. Aber ich muss sagen, ich habe das früher auch echt lange gespielt. Also es ist ja trotzdem so, trotz dass man sich dauernd ärgert irgendwie, dass man immer das Gefühl hat, ey, das geht, das kann, muss ja, das kann ich schaffen. Muss gehen. Ja. So, muss ich von da oben springen oder? Du springst jetzt hier zu der Teekanne hier unten. Ah, ja, da. Mhm. Weil da oben hast du keine Chance, wenn die ausgießt irgendwie. Und in dem Sprung, idealerweise, nimmst du die Himbeere schon mit, genau. Und jetzt musst du aber, ist zu kurz. Das den Fehler habe ich ja auch gemacht. Okay. Nein, das Ei. Ja. Und meistens ist es so, dass man das Gefühl hat, Mensch, war das jetzt doof. Ja. Nein, das Ei. Zweimal kann man das auch denken. Ja. Ja, jetzt bist du wieder motiviert, ne? Verdammt. Das ist, das ist gut, wenn man sowas zur Zeit spielt. Wenn der eine Rage Quit macht, kann der andere weitermachen. Ja, richtig, genau. Ich erhole mich auch gerade, muss ich sagen. Das ist ja sowas, das ist ja schaffbar. Das ist ja nicht einfach nur... Ja, vor allen Dingen ist der eigentlich gefühlt leichter als der andere Level. Ich glaube, der richtig schwer war nachher, ist dieser Schlafzimmer-Level irgendwie. Mit diesen komischen Staubsaugern und so. Wie ich das geschafft habe, weiß ich auch nicht. Da musst du da oben auch noch zwei Sachen bitte einsammeln. Immerhin hast du jetzt noch drei Henrys. So, jetzt nicht darunter fallen, sondern jetzt lauf. Nein, nicht jetzt. Entschuldigung, der gibt offensichtlich auch. Unterschiedlich. Nicht in regelmäßigen Abständen. So, ich warte jetzt erstmal bis das Tee. Ich glaube nicht, dass wir den Schlafzimmerlevel noch erreichen. Woher pennen wir ein? Ach ja. Ich hab
wieder das Ei vergessen. Wie kann man das vergessen? Das fällt regelmäßig. Ja. Ja, so auf den Tee fokussiert. Das Einzige, was regelmäßig fällt, übrigens mit blauem Eigelb da unten. Ich dachte, du bist auf den Tee fixiert. Ja, jetzt habe ich aufs Ei geachtet. Hallo, fragt, ob es ein Danger-Dennis-Klon ist. So ungefähr. Ich bin abgelenkt. Wovon? Weiß ich nicht. Ich bin... Jan, mach du nochmal. Bist du jetzt echt da unten in den Mixer reingelaufen? Ja. Wie hast du denn das geschafft? Ich bin da rechts gegangen. Ach so, du wolltest. Ja. Ich wollte dir den Start mit 3 Leben ermöglichen. Verstehe, okay. Crash Override sagt, ich glaube, den Schlafzimmer-Level erreichen wir alle, auch alle ohne dieses Spiel. Genau. Claudiablo sagt, gegen Müdigkeit hilft so ein Spiel mit einem Ball, wo man das Spielfeld drehen muss. Jetzt habe ich auch gerade Schwein gehabt. Ich du musst noch die Eisen mitnehmen. Fast in den... Die Eisen. Komm ich doch gleich sowieso vorbei. So. Ich muss vor allen Dingen auf den Tee da oben achten. Und auf das Ei, Dennis, weißt du? Man muss ja, auch auf das Ei achten. Eieiei. So, der Tee ist durch. Ich bin Stopp. Auch durch. Ja. Was ja jetzt richtig fies wäre, hier wäre jetzt noch ein Zeitlimit. Das wäre eigentlich typisch für diese Art von Spielen. Ja, aber es ist halt von 1987. Ja. Also da war es schon nicht mehr ganz so. Heiß. Frage, ist die Mehrzahl von Eis nicht Eis? Ich esse ein Eis, ich esse zwei Eis. Ich habe gesagt heiß. Nein, ich habe gesagt, die Eise mitnehmen. Ach so, die Eise. Die Eisbecher. Ja, ja. Eise. Man weiß irgendwie nie, ob man jetzt springen soll oder lieber warten soll. Lieber warten. Ja, aber woran erkennt man das bei dieser blöden Teekanne? Ich glaube, jetzt war es gut. Der Toaster, der schießt nämlich auch so unregelmäßig. So, schon wieder der letzte Henry. Last Henry. Wir sind hier unterwegs in Sachen Henry. Mhm. Jetzt dreht er da auch wieder seine Runden. Gehe ich jetzt nicht. So, Schlüssel. So. Jetzt musst du nur noch zurück. Safe State, bitte. Keine Ahnung, wie das in dem... Ja, Moment das war ja klar. Dennis, ich hasse dieses Spiel. Lass uns aufhören. Ja? Ich habe jetzt so diesen Level erreicht, also diesen persönlichen Level, wo ich tatsächlich geneigt bin, einen Joystick irgendwo gegen zu pfeffern. Du willst jetzt unbedingt, ne? Wir spielen das jetzt durch. Wir spielen das durch! Ach so, sag das doch. Da müssen wir ja ganz anders spielen. Denkst du an die zwei da oben? Ich meine, die kannst du auch gleich holen, aber... Ja, und für dich mache ich das direkt. Was man hat, hat man, ne? Ja. Der Competition Pro hält das aus, aber ich nicht. Ja, es suchtet. Das ist genau der Punkt hier bei dem Game irgendwie. Man hat immer das Gefühl... Verdammt, das muss doch gehen. Das geht. Ich war doch schon fast da. Das wäre eigentlich ein super Automatenspiel gewesen. Ja. Da hätte man, glaube ich, echt Geld mitmachen können. Oh. Musst du das so aufregend machen? Ja. Okay. Auch jetzt mit dem einen Pixel, ja?
Immerhin. War ein ganz schneller geschafft. Tür. Ja. Ah, der ist cool, der Level mit dem Kuckuck. Und echt geil gemacht. Fernseher. So, wieder alle aufwachen. So, wo muss ich eigentlich hin? Keine Ahnung. Da jedenfalls. So, da nicht. Da nicht. Da nicht, okay. Fernsehen ist gar nicht gut. Nee, ist nicht gut für die kleinen Kinder. Ja, dann kannst du den Fernsehlevel ja nochmal machen. Ach, ja. Das war der Hund von Garfield, genau, Odin. Das ist, sieht aus wie Krümelmonster. Das sieht irgendwie aus wie... Ja. Weil es blau ist, meinst du, oder? Blau und hat Augen. Komme ich da so dran? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe bestimmt kaputt. Ich muss dann vor allen Dingen, aber das wäre gar nicht schlecht, weil dann muss ich von oben gehen. Jetzt kommt der Kuckuck gar nicht mehr, wenn ich jetzt... Ja, ist klar. Was bist du denn für einer? Da links ist eine Uhr. Oh, ja, da muss man wieder pixelgenau springen. Und dann fliegt rechts der... Ist jetzt fliegt der Vogel. Toll. Super. So, jetzt gehe ich erstmal die Kerzen da oben einsammeln. Glaube ich. Geht das? Geht das? Wenn es nicht geht, lande ich im Feuer. Es geht. So. Da unten ist der Schlüssel. Ja. Alles eine Frage der Reihenfolge. Mhm. Da kann ich ja jetzt eigentlich rüber und wieder zurück. Das ist ja, sollte ja eigentlich kein Problem sein. Ja. So. Das ist die Tür, da muss ich eh noch nicht rein. Genau. So. Also wieder zurück. Und springen. So, und jetzt kannst du da quasi die Lampe nehmen, drüber springen, die andere Lampe nehmen. Ist ja ganz einfach, ne? Ja. So. Ach doch. Ja! Ja doch! Warum kommt denn jetzt auf einmal so eine Hektik auf? Ah, der. Das ist jetzt aber echt hier. Also. Nee, das macht jetzt keinen Spaß mehr. Wenn sobald das Hektik-Element reinkommt. Ja, nee, also jetzt habe ich gekommen. Also. Ich würde sagen, wir sind jetzt weitergekommen, als ich es je für möglich gehalten hätte. Total gehenried sind gehenried. Wir. Also, das Henrys Haus. Wir haben die ersten. Wie viele Level gibt es? Ich glaube, es gibt 6 Levels oder sowas. Wir können ja nochmal alle angucken. 1, 2. Genau. Ich muss gar nicht mitzählen, das wird da unten gezählt. 3, 4. Der ist echt cool eigentlich. Ja. Der ist auch gut. 5. Und 6, der ist richtig schwierig. 7. Den habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. 8. Ja gut, wir haben jetzt zumindest mal die ersten 4 von 8 gesehen. Die ersten 3 haben wir geschafft. Ja. Und ich hatte gedacht, wenn wir den ersten Level schaffen, dann ist gut. Echt? Oh. Ja. Na gut, wir waren jetzt auch sehr hartnäckig. Hartnäckig, genau. So. Ja, schreibt mal, wie hartnäckig ihr so dabei wart. Was haltet ihr davon? Also ist ja sehr bunt, sehr knuffig. Jetzt die Elemente hinten dran mit dem, es wird hektisch, man kann nicht genau prognostizieren, wo der entlang fliegt, ist natürlich nochmal eins obendrauf. Gut, wobei man das wahrscheinlich auch ein bisschen lernen kann irgendwie. Nur bei mir ist jetzt gerade der Frustfaktor irgendwie auch doch deutlich angestiegen. Aber ich muss schon sagen, es wandelt so gerade an der Grenze irgendwie zu, naja, ich hasse dieses Spiel jetzt aber irgendwie und naja, ich will es jetzt halt doch irgendwie schaffen. Genau, ne? Ist so ein bisschen süchtig machen. Ja, ich sage ja, wäre ein echt cooler Automat gewesen eigentlich. Mhm. Ich glaube, da wären eine Menge Münzen reingewandert. Ja. Ja, das mit dem Flieger ist auch echt geil gewesen. Das weiß ich noch. Ja. Ja. So, der Hagen schreibt, er wirft den Mitternachtsfederhandschuh, das mag ich schaffen. Ich weiß nicht genau, was er meint, aber Looney Moon sagt, ich verstehe jetzt jedenfalls, wieso ich heute gerne Cuphead spiele. Cuphead ist auch sowas von oberschwer. Cuphead? Sam Machen und ich haben das mal gespielt. Okay. Auf unserem Kanal VD New School. newschool.virtualdimension.de. Okay. So, also schreibt mal, wie es euch gefallen hat. Und dann sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut. Ad Astra. Ciao. Wenn wir so nah sind, dann brauchen wir so nah. Wir haben auch ein bisschen repariert. Wir haben Engines 2. Ah. Das hat uns gut getan. Genau, und das I ist auch repariert.
Genau, aber leider ist uns der Gegner schon wieder Instrumente.